Wir kommen zur Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 86, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde, Abbiegeassistent für Lkw, sicherer Radfahren auf hessischen Straßen, 1963/17. Das Wort hat die Frau Kollegin Karin Müller, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Ah je. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Damit Ihre Laune ein bisschen besser wird, haben wir heute Morgen mal ein einvernehmliches Thema für die Aktuelle Stunde ausgewählt. Ich glaube, bei diesem Thema sind wir uns hier in diesem Hause alle einig. Mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer auf hessischen Straßen. Immer mehr Menschen steigen aufs Rad. Das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die eigene Gesundheit. Deswegen unterstützen wir das natürlich aus Kräften, aber leider immer mehr Menschen fahren Fahrrad und auch immer mehr Unfälle gibt es auf Hessens Straßen. Deswegen müssen wir in puncto Verkehrssicherheit gerade für diese Gruppe alles Menschenmögliche tun, um diese Unfälle zu vermeiden. Wir haben ja gerade in den letzten Wochen von den schweren tödlichen Unfällen gelesen. Beim Abbiegen von Lkw passiert es oft, dass Radfahrerinnen und Radfahrer im toten Winkel stehen, überfahren werden. Und diese Unfälle enden dann meist tödlich, da die Radfahrerinnen und Radfahrer, auch Fußgänger, keine Knautschzone haben wie die Autofahrerinnen und Autofahrer und es deswegen sofort zu schweren Unfällen kommt. Deswegen ist es gut, dass die Landesregierung einer Bundesratsinitiative beigetreten ist, die morgen verhandelt wird. Deswegen können wir hier mit dieser Aktuellen Stunde dieser Bundesratsinitiative auch noch einmal einen Schub geben vom Hessischen Landtag aus. Ungefähr 75% aller Radunfälle mit Autos und Lkw, bei Lkw sogar 80%, werden von den Autofahrern verursacht. Das hilft den Radfahrerinnen und Radfahrern aber nichts, denn wenn sie tot sind, dann nutzt ihnen es auch nichts, Recht zu haben. Deswegen muss gerade an dieser Stelle gehandelt werden. Mit dem Bremsassistenten und dem Abbiegeassistenten könnten immerhin 60% aller Unfälle vermieden werden. Ich finde, das ist eine beachtliche Zahl. Deswegen gut, dass es diese Initiative gibt und dass da endlich mehr Schwung reinkommt. Allein in Hessen gab es letztes Jahr 48 Unfälle, die durch Abbiegen verursacht wurden und tödlich endeten. Also hier besteht großer Handlungsbedarf. Die Güterkraftverkehrsunternehmen unterstützen dieses Anliegen auch ausdrücklich. Leider gibt es noch keine serienmäßigen Abbiegeassistenten und keine Notfallbremsassistenzsysteme. Deswegen muss dort auf europäischer Ebene und bei den immer mehr Druck gemacht werden, damit es auch standardmäßig eingebaut wird. In der Initiative wird auch gefordert, dass nicht nur bei Neuzulassungen bei Lkw ab 7,5 Tonnen diese Systeme eingebaut werden, sondern auch die Altfahrzeuge nachgerüstet werden. Dort könnte die Bundesregierung z.B. tätig werden, indem sie die Dinge bezuschusst, oder die Versicherer könnten Prämien anbieten für diejenigen, die jetzt bereits diese Assistenzsysteme einbauen. Also, es kann gehandelt werden, und ich hoffe, da sind wir uns alle einig und machen Druck auf allen Ebenen. Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten außer diese Assistenzsysteme, aber da gibt es halt Nachholbedarf. Zum Beispiel könnten die Ampelschaltungen anders organisiert werden, dass Radfahrerinnen, Radfahrer und Fußgänger Vorrang haben. Es könnten Aufstellflächen gemacht werden, damit die Radfahrerinnen vor den Lkw stehen. Es gibt auch ganz neue Erfindungen aus Schleswig-Holstein, einen sogenannten Bikeflash, der das erkennt. Also es gibt ganz viele Maßnahmen, und wir müssen auf allen Ebenen handeln. Heute wollen wir aber mit der Aktuellen Stunde erst einmal der Initiative aus Hessen für die Brems- und Abbiegesysteme Unterstützung geben. Deswegen Hessen handelt, und das ist gut, denn jeder Unfalltote ist einer zu viel. Das Ziel muss es sein, dass irgendwann keine Verkehrstoten mehr zu beklagen sind. Dafür sollten wir uns alle gemeinsam auf allen Ebenen einsetzen. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. – Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, liebe Kollegin Müller, es gibt Themen auch bei Aktuellen Stunden, wo wir eine große Einmütigkeit hinbekommen. Und das ist in der Tat bei diesem Thema auf jeden Fall der Fall, dass die Frage der Einführung von Abbiegeassistenten für Lkw eine richtige, notwendige Maßnahme ist. Und wenn sich Hessen Initiativen von anderen Bundesländern anschließt, dann ist das durchaus zu begrüßen, wenngleich man das eine oder andere dabei sagen könnte, dass wir ja eigentlich in den Bereichen viele Baustellen hätten. Die Frage von Sicherheit im Radverkehr, all das auch nicht nur zu diskutieren, sondern auch mit eigenen Ideen, mit eigenen Programmen, mit Infrastrukturdiskussionen in der Frage, was Kommunen, Sie haben es angesprochen, im Bereich Ampelschaltungen vornehmen können, das zu unterstützen und zu fördern. Ich glaube, da gibt es einiges an Themen, die wir auch als Bundesland Hessen neben der Diskussion hinsichtlich Europäischer Union, gemeinsame Standards zu schaffen, auch eigene Baustellen haben, die wir mit zu bewältigen hätten, meine Damen und Herren. In der Tat ist es gut und richtig, dass wir da in großer Einmütigkeit in diesem Bereich voranschreiten wollen. Traurig ist es, dass immer erst etwas passieren muss, so wie das in Frankfurt geschehen ist, damit tatsächlich diese Diskussionen vorankommen. Aber es geht in der Tat bei Sicherheit, Sicherheit nicht nur im Radverkehr und für Radverkehrteilnehmer, sondern es geht auch dann die Frage von Sicherheit von und für Lkw. Die Frage nämlich, und deswegen finde ich das, bin ich sehr dankbar, dass Sie das auch mit so angesprochen haben, das, was Lkw-Fahrer auch am Ende des Tages in Hessen für Herausforderungen haben, um die gesetzlichen Ruhefristen einzuhalten, all diese Themen, die auch sicherheitsrelevant sind, die auf der einen Seite etwas mit guter Arbeit zu tun haben, mit Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, aber auf der anderen Seite natürlich direkt Auswirkungen auf Themen wie Sicherheit, Fahrersicherheit haben, da hätten wir in der Tat, liebe Kollegin Müller, in Hessen auch noch einige Hausaufgaben zu machen in der Frage von Bereitstellung von Parkplätzen entlang der Autobahnen und viele Dinge mehr. Ich bin der festen Überzeugung, da schaffen wir ein Mehr an Sicherheit für die Beschäftigten, aber auch für alle Verkehrsteilnehmer, ob vom Fahrrad, dem Pkw oder wie auch immer Sie sich sonst im Straßenverkehr bewegen, meine Damen und Herren. Deswegen am Ende, es gibt, was diese Themen angeht, sicherlich Nachholbedarf. Es gibt eigene Baustellen, die wir in Hessen zu diskutieren haben, die wir umzusetzen haben. Wir könnten auch über moderne Mobilitätspolitik und die Frage, welchen Stellenwert der Fahrradverkehr dabei haben müsste, die Frage, was wir als Bundesland Hessen auch dort noch an weiteren Aktivitäten mit zu unternehmen haben, damit wir tatsächlich entsprechend in einer vernetzten Mobilitätsgesellschaft dann auch diesem Verkehrsträger einen hinreichenden Platz zuweisen können. All das gibt sicherlich Möglichkeiten, in weiteren Runden immer wieder zu diskutieren. Dem Anliegen, das ist etwas vielleicht ungewöhnlich für Aktuelle Stunden, aber in diesem Falle, die anderen kommen ja noch, ist bei dem Thema in der Tat die Frage, das Anschließen dieser Bundesratsinitiative durch das Bundesland Hessen ist richtig und notwendig. Aber wir freuen uns auch, wenn das Bundesland Hessen ab und an mal bei ähnlichen Themen vielleicht Vorreiter ist und selber mit eigenen Ideen auftrumpfen kann und nicht immer erst was passieren muss und dann man sich bei anderen anhängt. In der Tat, über die Reihenfolge könnten wir streiten, aber egal, da sind wir heute Morgen mal friedlich. Von daher an der Stelle, glaube, gemeinsame große Einmütigkeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Tobias Eckert. Das Wort hat der Abg. Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich kann nur sagen, ich glaube, das besteht über alle Fraktionen hinweg. Die große Einigkeit ist, die Initiative gut und richtig ist, und sie ist auch bei weitem nicht dafür geeignet, politischen Streit zu provozieren. Das ist in Anbetracht von Verkehrsopfern überhaupt nicht angemessen. Es ist richtig, dass die Initiative der Landesregierung beinahe wortgleich mit einem Appell des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik vom BGL aus dem November 2017 einhergeht. Deswegen, wer jetzt hier der Urheber der Idee ist, spielt am Ende gar keine Rolle, sondern man muss in diesen Fragen wirklich weiterkommen. Wenn technische Assistenzsysteme dazu führen, dass wir
Verkehrsopfer vermeiden können, meine Damen und Herren, dann müssen wir das tun, alles technisch Mögliche machen. Es ist aber auch ganz klar, dass, und Tobias Eggert hat es richtigerweise angesprochen, wir haben hier eigene Baustellen. Er hat es benannt, das sind die fehlenden Lkw-Stellplätze. Und ganz ehrlich, meine Damen und Herren, die Aussagen der Landesregierung an dieser Stelle, wenn man sich die in der Praxis anschaut, dass Lkws mittlerweile an Autobahnabfahrten und Auffahrten stehen, dass Lkws an einer Stelle parken, abgestellt werden, Herr Kaufmann, ich weiß, Sie sind das politische Allround-Talent, wenn man weiß, dass an Parkplätzen Lkws bis vorne heraus auf der Autobahn abgestellt werden, weil nicht ausreichend Parkplätze da sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch lebensgefährlich. Und ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung hier dort bei der Bundesregierung mal vorstellig werden würde und sagen würde, die Prognosen, die Sie getroffen haben, für die Verkehrsentwicklung in Hessen kann nie und nimmer nichts stimmen. Der Zubau an Lkw-Stellplätzen ist viel zu gering. Dort muss viel schneller viel mehr passieren. Und wir haben eine sehr eigene Baustelle. Wir haben eine sehr eigene Baustelle. Und zwar das ist das Baustellenmanagement von Hessenmobil. Meine Damen und Herren, wir haben Verkehrssysteme, Assistenzsysteme bei den Lkws, die dazu geeignet sind, Lkws in der Spur zu halten. Dafür ist es aber Grundvoraussetzung, dass die Beflaggung, also sprich die gelben Aufklebestreifen, die Sie vielleicht kennen, dass die intakt sind. Vielfach ist es aber so bei hessischen Baustellen, dass diese Markierungen in einem solchen desolaten Zustand sind, dass Lkw-Fahrer ihre Assistenzsysteme abschalten. Und ich muss Ihnen nichts erzählen, wenn Sie in einer dichten Baustelle mit einem Lkw kollidieren. Das ist, meine Damen und Herren, ebenfalls lebensgefährlich. Und hier trägt die Landesregierung ureigens Verantwortung. Da haben wir auch eine Baustelle, die bearbeitet werden muss. Also bei allem Richtigen, was Staatsminister Al-Wazir in der Sache Abbiegesysteme vorhat, meine Damen und Herren, wir haben aber auch eigene Baustellen, die gilt es auch zu bearbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mehr als 300 Radfahrerinnen und Radfahrer sterben in Deutschland jedes Jahr bei Verkehrsunfällen, Tendenz steigend. Das ist alarmierend, und hier muss dringend gehandelt werden, meine Damen und Herren. Von den 383 getöteten Radfahrern im letzten Jahr starben nach ADFC-Recherchen 38. Also jeder Zehnte bei Unfällen mit abbiegenden Lkw. Die traurige Liste der Fälle in Hessen ist lang. Erst letzte Woche wurde eine 34-jährige Frau in Frankfurt von einem abbiegenden Lkw lebensgefährlich verletzt. Oft sind rechtsabbiegende Lkw die Verursacher, die neben ihnen geradeaus mit dem Radfahrende die Vorfahrt nehmen. Schätzungen von Unfallforschern gehen sogar davon aus, dass jeder dritte getötete Radfahrende Opfer eines Abbiegeunfalls wird. Dass diese Menschen Vorfahrt hatten, nutzt ihnen leider dann nichts mehr. Assistenzsysteme, die in einem solchen Fall laut warnen oder bremsen, können für wenig Geld Leben retten. Jeder Tote ist einer zu viel, und daher her mit dem Abbiegeassistenten. Es ist gut, dass sich Hessen der Bundesratsinitiative aus Berlin anschließen wird, meine Damen und Herren. Das kann aber nur ein Schritt sein, um die Sicherheit für Radfahrer zu verbessern. Kein Radfahrer kommt aus dem Nichts. Wer aufmerksam den Verkehr beobachtet und mit der nötigen Aufmerksamkeit fährt, der weiß, wenn neben ihm ein Radfahrer steht. In der Regel hat er ihn kurz vorher überholt. Das korrekte Einstellen von Spiegeln und deren Nutzung, rechtzeitiges und deutliches Blinken vor dem Abbiegen, defensives Fahren und der Schulterblick können Leben retten. Und das sollte man eigentlich von jedem Führerscheinbesitzer auch erwarten können, meine Damen und Herren.
Das Kernproblem bleibt aber auch die Infrastruktur in den Städten. Städte sind nach wie vor an den meisten Stellen vom Auto her gedacht. Die Rad- und Fußwege werden meist irgendwie an dem Rand, an die Fahrbahn drangepfropft. Und gerne werden sie dann auch, ich glaube, ein bekanntes Problem, als Parkplätze genutzt von Menschen, die nun mal ganz schnell irgendwo hin wollen, weil viele glauben, mit Warnblinker darf man alles und sich überall mal kurz hinstellen. Und Wiesbaden belegt ja routinemäßig den letzten Platz im ADFC-Fahrradklimatest. Wer in Wiesbaden Rad fährt, weiß warum. Aber auch andere hessische Städte schneiden bis auf wenige Ausnahmen schlecht ab. Zwar wird mancherorts die Situation verbessert, aber leider immer noch auf schlechtem Niveau. An manchen Ampelkreuzungen entstehen vorgezogene Aufstellflächen für Radfahrer, damit diese nicht übersehen werden können. Neue Fahrradfahrstreifen auf der Straße werden geschaffen. Allerdings sind sie auch oft lückenhaft bei sowieso anstehenden Sanierungen und enden oft im Nichts. Auch das ist ein Problem, wenn es Radstreifen gibt, die eine Weile da sind, auf einmal im Nichts enden, im fließenden Verkehr. Auch das ist natürlich eine Gefahr für die Sicherheit. Und oft werden die gestrichelten Schutzstreifen angelegt, weil der Platz angeblich nicht für einen echten Radweg oder Radstreifen genügt. Diese Streifen sind besser als nichts, aber in der Praxis werden sie einfach von vielen Autofahrern ignoriert und schaffen neue Unsicherheiten. Und wir sagen ganz klar, weiße Farbe auf der Fahrbahn, das ist keine Fahrradinfrastruktur, meine Damen und Herren. Deswegen brauchen wir hier eine Anstrengung zum Ausbau der Radwege. Im Ruhrgebiet wird gerade über 100 km Radschnellwegnetz gebaut. Hier sind wir in Hessen hinterher. Hier brauchen wir dringend eine Anstrengung zum Ausbau der Fahrradwege. Wie eine vom Fahrrad her gedachte Infrastruktur aussehen kann, das kann man sich in Kopenhagen ansehen oder in den Niederlanden oder derzeit auch in einer Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Nötig sind vom Auto- und Fußverkehr getrennte Radwege, Radwege, die durchgängig sind, ohne zu viele Anhaltezwänge, die breit genug sind, um sicher fahren und überholen zu können, damit man Menschen von jung bis alt aufs Fahrrad locken kann. Und ich finde, das sieht man doch in Holland ganz gut, wie es aussieht, wenn das Fahrrad ein Verkehrsmittel für alle ist, weil sich die Verkehrsteilnehmer ernst genommen fühlen, weil sie sich sicher fühlen und weil die Infrastruktur stimmt. Aus all diesen Gründen haben auch die angestrebten Bürgerentscheide beispielsweise in der Stadt Frankfurt und in Darmstadt unsere Sympathie und unsere Unterstützung, weil die Menschen zu Recht einfordern, was ihnen bisher vorenthalten wird, eine fahrradfreundliche und damit auch menschenfreundlichere Stadt. In diesem Sinne, alle Macht den Rädern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Uli Kasper, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich danke der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, dass sie diese Aktuelle Stunde hier aufgerufen haben, und der Landesregierung, dass sie im Bundesrat dieses Thema aufgegriffen hat. Denn, meine Damen und Herren, diejenigen, die sich entscheiden, mit dem Fahrrad durch unsere Städte zu fahren, haben einen Anspruch darauf, dass wir alles tun, dass sie das sicher machen können. Wir stellen fest, dass mit die schwersten Unfälle eben dadurch passieren, dass im sogenannten toten Winkel rechts von dem LKW ein Fahrradfahrer steht. Und wenn der LKW dann abbiegt und registriert diesen nicht, dass es dann oft zu diesen schweren Unfällen kommt. Das ist sehr bedauerlich. Und wenn wir technische Systeme haben, und die gibt es ja, dann ist es sinnvoll, dass wir verpflichten, dass in den LKWs diese Systeme eingebaut werden, damit das vermieden werden kann. Ich mache aber auch darauf aufmerksam, dass wir auch einiges tun müssen, damit die Fahrradfahrer sich selbst schützen in anderen Situationen. Denken Sie an das Thema des Schutzhelms, der in vielen Fällen Leben schützt und schwere Unfälle vermeidet. Oder denken Sie daran, dass oft Fahrradfahrer in die falsche Richtung fahren und ihnen gar nicht bewusst ist, welche Gefährdung sie damit eingehen, wenn sie auf der falschen Straßenseite fahren. Denn wenn ein
Lkw- oder Pkw-Fahrer aus einer Seitenstraße in eine Hauptverkehrsstraße nach rechts einbiegen will, dann schaut er nach links, weil er dort eben den Verkehr erwartet. Wenn dann aber von rechts verkehrswidrig ein Fahrradfahrer kommt, wird er eben oft erst zu spät oder gar nicht bemerkt. Auch da kommt es zu Unfällen, und ich glaube, da müssen wir noch mehr an Aufklärung leisten und uns in dieser Frage engagieren. Ich nenne aber auch einen weiteren Punkt, der wurde vorhin ja auch schon angesprochen. Herr Lenders hat darauf hingewiesen, dass in den langen Baustellen die Lkw-Fahrer oft die Assistenzsysteme abschalten. Das hat aber oft nicht nur etwas zu tun mit der Qualität der Markierungen, sondern dass die Spuren so eng sind, dass aufgrund dieser Enge sozusagen automatisch Warnsysteme ausgelöst werden, weil eben die benachbarte Fahrspur relativ dicht dran ist oder die Barken, die Absperrbarken auf der anderen Seite sehr dicht sind. Und bei langen Baustellen werden dann diese Systeme abgeschaltet. Und sie schalten sich anschließend eben nicht mehr automatisch wieder an, sodass es dann oft so ist, dass diese Systeme vergessen werden, wieder anzuschalten, und es dann zu den schweren, meist tödlichen Auffahrunfällen kommt. Und hier ist es so, dass am 24. April zwei Bundesländer, unter anderem Niedersachsen, eine Initiative in den Bundesrat eingebracht haben, dass diese diese Assistenzsysteme, wenn sie abgeschaltet werden, nach einer gewissen Zeit sich wieder automatisch anschalten. Auch das ist, glaube ich, eine Initiative. Und ich würde anregen oder möchte hier anregen, dass die Landesregierung ihre Position zu dieser Bundesratsinitiative auch überprüft und gegebenenfalls dies auch mit unterstützt. Das scheint mir jedenfalls auch eine sinnvolle Forderung zu sein, um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen. Und für uns als CDU ist im Bereich der Mobilität das Thema Sicherheit Nummer eins. Und deswegen unterstützen wir all die Maßnahmen, die dazu führen, dass der Verkehr in Hessen sicher fließt, dass es möglichst keine Unfalltoten geben soll und möglichst auch keine Verletzungen mehr. Wir unterstützen alles auf dem Weg dahin. Und bisher wird dieser Weg sehr erfolgreich von dieser Landesregierung gegangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben im Jahr 2017 in Hessen insgesamt 48 Verkehrsunfälle gehabt, wo ein abbiegender Lastwagen und ein Radfahrer oder eine Radfahrerin miteinander kollidierten, 12 beim Linksabbiegen, 36 beim Rechtsabbiegen. Das heißt, wir haben eine Situation, weil diese Unfälle sehr oft einen sehr schweren Ausgang haben, sehr oft auch einen tödlichen Ausgang haben. Wenn Sie einmal sehen, gegenüber vom Innenministerium beispielsweise ist immer ein weiß angestrichenes Fahrrad als Mahnmal. Wenn Sie das sehen, dann wissen Sie, an welchen Stellen genau solche Unfälle passiert sind. Auch in Darmstadt stehen leider zwei solcher weiß angestrichener Räder. Wir hatten zwar im letzten Jahr die geringste Zahl an Verkehrstoten in Hessen, 213, seit Beginn überhaupt der Statistik. Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Aber auf der anderen Seite sind es immer noch 213 Tote zu viel. Und wir müssen daran arbeiten, dass es insgesamt im Verkehr sicherer wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir reden heute über das Fahrrad und vor allem über die Frage Lastwagen und die Kollision zwischen beiden. Aber ich will noch einmal darauf hinweisen, dass von den 213 Toten des letzten Jahres ein Viertel Motorradfahrer waren. Motorradfahrer, Mopedfahrer, alles, was mit motorisierten Zweirädern zu tun hat. Und das hat natürlich etwas damit am Ende auch zu tun, dass Autos immer sicherer werden, dass sozusagen man von Airbags umgeben ist, in Anführungszeichen, aber dass es eben
zwei Radfahrer gibt. Da gehören die Motorradfahrer dazu, da gehören aber auch eben die Radfahrerinnen und Radfahrer dazu. Die haben keine Knautschzonen und auch keine Airbags um sich herum. Deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Situation verbessern. Wir haben eine Bundesratsinitiative beschlossen, sind beigetreten einer Bundesratsinitiative, die von meiner Kollegin Regine Günther aus Berlin auf den Weg gebracht worden ist, am 9. April. Leider, wenn ich das einmal so sagen darf, wird es in der Öffentlichkeit oft erst wahrgenommen, dass Politik in bestimmten Bereichen aktiv wird, wenn dann eine Woche später in Frankfurt beispielsweise etwas passiert. Ich glaube, dass diese Debatte aus mehreren Gründen gut ist. Erstens. Wir reden über die Frage, wie wir Assistenzsysteme, technische Hilfsmittel auch in die Fahrzeuge kriegen, damit weniger passiert. Aber diese Debatte, die wir hier führen, hilft vielleicht auch ein bisschen, Öffentlichkeit zu schaffen, damit am Ende bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und allen Verkehrsteilnehmern ein Bewusstsein für die Situation des jeweils anderen da ist. Die Autofahrer und vor allem die Lkw-Fahrer müssen wissen, dass Radfahrer keine Knautschzone haben und im Zweifel sagen, ganz besonders vorsichtig sein, gerade beim Abbiegen. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass wir immer darum werben, dass auch sozusagen die anderen Verkehrsteilnehmer um die besondere Situation von Lkw-Fahrern wissen. In einem Lkw hat man keine Rundumsicht. Und die Spiegel, die inzwischen zusätzlich angebracht worden sind, helfen zwar, aber den toten Winkel komplett weg kriegen sie damit nicht. Und deswegen reden wir über die Assistenzsysteme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich müssen die Kommunen auch über bauliche Maßnahmen nachdenken, im Kreuzungsbereich bauliche Trennungen oder Aufstellzonen für Radfahrer im Blickfeld des Lkw sozusagen vor der Haltelinie sind ein Beispiel, wie man durch bauliche Maßnahmen bestimmte gefährliche Orte auch entschärfen kann. Und wir reden über die Unterstützung von Lkw-Fahrern durch technische Assistenzsysteme. Und natürlich ist klar, dass ein Abbiegeassistent eine große Hilfe sein kann, bei eingeschränkter Sicht oder schwierigen Verkehrssituationen die Lkw-Fahrer zu unterstützen und aktiv über mögliche Personen im sogenannten toten Winkel zu warnen. Eine Studie der Unfallforschung der Versicherer kommt zu dem Ergebnis, dass mit einem solchen System mehr als 40% aller Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern vermieden werden könnten. Deswegen müssen wir aktiv werden. Wir müssen aktiv werden und uns an die Hersteller wenden. Wir brauchen diese Systeme. Wir müssen uns auch an den Bund und die Europäische Union wenden. Weil wenn diese Systeme nicht vorgeschrieben werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann dauert es viel zu lange, bis sie sozusagen in die Technik kommen. Und wir müssen vor allem auch über die Frage reden, was machen wir eigentlich mit den Bestandsfahrzeugen? Weil wenn Neufahrzeuge ausgerüstet werden, stellt sich immer auch die Frage der Nachrüstung bei den Bestandsfahrzeugen. Und deswegen glaube ich, müssen an dieser Stelle alle aktiv werden. Gesetzliche Verpflichtung für den Einbau solcher Systeme. Ich glaube, auch die Versicherer könnten etwas dazu beitragen, wenn sie nämlich solche Art nachgerüstete Fahrzeuge mit einem Rabatt belohnen. Auch darüber werden wir reden müssen, sehr verehrte Damen und Herren. Und natürlich ist klar, dass eine rein nationale Regelung weder möglich noch sinnvoll ist, weil viele Lkw, die hier in Deutschland unterwegs sind, sind in Nachbarländern zugelassen. Das heißt, wir brauchen eine europaweite Regelung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und letzter Punkt, weil es angesprochen worden ist. Lkw-Unfälle zwischen Lkw und Radfahrern auf der Autobahn sind schlechterdings unmöglich. Aber ich weiß, dass wir auf der Autobahn natürlich auch große Probleme haben. Von den 213 Verkehrstoten des letzten Jahres sind 35 auf hessischen Autobahnen ums Leben gekommen. Und 19 dieser Toten sind bei Unfällen ums Leben gekommen, bei denen es eine Lkw-Beteiligung gab. Auch deswegen
diskutierten wir letzte Woche auf der Verkehrsministerkonferenz auch über die Frage der Abstandswarnsysteme. Das ist der Hintergrund der Initiative der Länder Brandenburg und Niedersachsen. Diese beiden Punkte werden übrigens morgen gemeinsam im Bundesrat aufgerufen. Wir müssen dort etwas tun, damit die Systeme, die in den Fahrzeugen vorhanden sind, nicht auch noch ausgeschaltet werden können bzw. sich wieder selbsttätig anschalten, wie der Kollege Caspar das erwähnt hat. Ein letzter Punkt, Stichwort Lkw-Stellplätze. Wir haben in dieser Legislaturperiode ungefähr 500 Lkw-Stellplätze an hessischen Autobahnen zusätzlich gebaut. Ich habe übrigens die Antwort auf die Kleine Anfrage, ich glaube, des Kollegen Eckert, unterschrieben. Vor einer Woche, glaube ich, ist sie schon da, ist auf dem Weg. Wir bauen auch weiterhin. Wir haben nur das Problem, dass die Zunahme des Güterverkehrs schneller ist, als wir sozusagen hinterherbauen können. Deswegen wird man an dieser Stelle insgesamt über die Frage nachdenken müssen, wie wir fairer miteinander im Verkehr umgehen, und zwar alle miteinander. Wir müssen immer die Situation des anderen mitdenken, wir alle. Weil am Ende ist das größte Problem im Straßenverkehr, wenn die Leute denken, ich habe Recht, und dann kracht es. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue ich mich, dass wir uns heute Morgen an dieser Stelle ausnahmsweise mal alle einig sind. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr.